Ich begrüße euch zum Marktkommentar heute am 2. September. Es ist in den USA Feiertag, von daher wird es wahrscheinlich ein sehr ruhiger Handelstag. Und Ziel unseres Marktkommentars ist ja immer, die wahrscheinlichste Kursbewegung für den Tag oder auch die Woche herauszufinden, beziehungsweise zu schauen, wo liegt entsprechend der Vorteil. Und da haben wir natürlich verschiedene Zeitebenen, auf denen wir agieren und arbeiten, und das ist manchmal nicht ganz einfach, die auseinander zu halten. Ich beginne mal hier mit dem DAX heute. Wir haben natürlich hier, was ich hier in schwarz mache, diese etwas größeren Bewegungen, eine ganz klare Down-Sequenz, und dann gibt es natürlich auf etwas kleineren Ebenen Bewegungen, das werden wir jetzt hier sehen, die gegenläufig zu dieser großen Bewegung sind. Erstmal vielleicht wichtig, wenn man Hochs und Tiefs bestimmt, dann geht es natürlich immer darum, dass eine gewisse Harmonie gegeben ist. Das heißt, dass die Größenordnungen ungefähr passen. Also diese Bewegung hier, die passen zueinander. Und das heißt auch hier dieses Hoch und dieses Tief, das ist in einer ähnlichen Größenordnung wie vorher diese schwarzen Bewegungen. Diese kleinen Hochs und Tiefs, die wir jetzt hier sehen, und ich markiere die mal absichtlich mit einer etwas anderen Farbe, da ist dann schon zu erkennen, dass das Ganze hier einen etwas anderen Charakter hat, als das ist viel kleiner als diese Bewegung, und von daher ist es eben auch eine andere Zeitebene. Wir sehen hier, diese große Zeitebene ist abwärts gerichtet, aber wenn wir jetzt hier, und da lösche ich mal jetzt gerade alles, was ich reingemalt habe, und ziehe jetzt hier die letzte Bewegung, die wir hier gesehen haben, etwas größer. Und wir bleiben jetzt hier bei grün. Dann können wir natürlich Folgendes hier sehen auf diesem etwas kleineren Level, dass hier der DAX sozusagen eine Aufwärtsbewegung gestartet hat ab 15. Oktober, dass dann hier mal eine kleine Unterbrechung dieser Bewegung kam, aber nicht wieder eine Aufnahme des großen Abwärtstrendes, und dass wir uns hier wieder, kann man eigentlich ganz gut erkennen, derzeit in so einer Gegenbewegung befinden. Und ganz häufig haben eben diese Gegenbewegungen gegen den größeren Trend eine charakteristische Form, die wir auch ABC-Bewegung nennen. Das heißt, ich male das jetzt hier wieder in schwarz ein, weil das eben zu diesem schwarzen Trend jetzt erstmal gehört. Malen wir Stiftfarbe auswählen, eine Sekunde. So. Na, warum will er jetzt das nicht machen? Okay, also da sehen wir hier dieses Hoch, dieses Tief, das ist eher hier auf dem schwarzen Bereich, und was ich mit ABC meine, ist, dass wir eben hier so ein A haben, dass wir hier ein B haben und dann häufig eben nochmal ein C in diese Richtung, und dieses kleine ABC oder dieses ABC, das steht eben in einer Korrektur, sehen wir hier, von dieser etwas größeren Aufwärtsbewegung. Jetzt ist es so, wir können uns bei diesen ABCs immer so ein bisschen orientieren, dass häufig die C-Bewegungen in der Größenordnung gleich groß wie die A-Bewegung sind. Und da sehen wir hier, dass wir so Richtung 12.100 noch Platz haben. Ganz bitte wichtig zu verstehen ist, dass der Markt natürlich jetzt nicht textbuchmäßig läuft und dass es eine Orientierung ist. Ja? Nicht mehr als eine Orientierung. Und dafür benutzen wir das Ganze. Genauso, wenn wir jetzt sagen, häufig werden solche Abwärtsbewegungen, die wir hier, wie wir sie hier sehen, werden die um ein Drittel, 50% oder zwei Drittel korrigiert. Also ich ziehe das mal so. Retracement, eine Sekunde. So. So, da sehen wir eben, ja, wenn es diese Zweidrittelkorrektur sind, dass wir hier in diesem Bereich von 12.100 reinlaufen. Fakt ist also, wir sind hier auf der großen Ebene Abwärtstrend, haben aber eine kleine Gegenbewegung, und die Wahrscheinlichkeit ist einfach verdammt groß, gerade insbesondere, wo wir jetzt heute keine Störeinflüsse durch Wall Street und so haben, dass der Markt einfach nochmal versucht, bis 12.100 zu laufen. Für den Trader ist es jetzt eine Frage einerseits, was ist sein Handelsstil, und die Frage, wie aggressiv er handelt, ob er diesem kleinen Aufwärtstrend hier folgt, der definitiv ein Aufwärtstrend ist, können wir hier eben sehen, oder ob er der großen schwarzen Bewegung folgt.
Wichtig ist einfach hier, dass er systematisch vorgeht, dass er nicht ständig das wechselt. Das heißt, dass er sich für eine Zeiteinheit entscheidet, auf dieser Zeiteinheit systematisch tradet und systematisch bleibt. Und da ist es dann eben auch häufig eine Frage der Erfahrung. Ich würde immer Tradern, die weniger Erfahrung haben, diese großen Zeiteinheiten zu empfehlen. Natürlich produzieren die auch weniger Handelssignale, aber man hat mehr Entscheidungszeit. Wir im Future Live Trading Room nutzen dann auch schon mal die kleineren Zeiteinheiten, weil ich natürlich meine 30 Jahre Erfahrung hier spielen lassen kann. Für uns zum Wochenanfang stellt sich jetzt die Situation eben so dar, DAX hat hier noch eine Chance, weiter nach oben zu laufen. Und natürlich, das müssen wir auch dazu sagen, ist das immer eine Status Quo-Betrachtung. Wenn der Markt jetzt hier beginnt, auf etwas größerer Ebene Hochs und Tiefs auch aufwärts zu machen, dann wird der gesamte Trend wieder drehen, ist aber im Moment eben nicht so. Und deswegen sagen wir langfristig hier der Vorteil auf der Short-Seite. Ganz kurzfristig haben wir aber noch Potenzial bis 12.100 und würden das Potenzial hier auch noch so nutzen. Wenn wir eine gute Risk-Reward-Situation sehen, traden wir die so. Ja, wie sieht es heute aus mit US-Markt? Ich hatte ja vom Feiertag gesprochen, aber wir wollen auch hier uns kurz das Bild anschauen, ob sich was Wesentliches geändert hat. Und wir hatten hier eben diese erste Abwärtsbewegung. Seitdem schiebt der Markt sich in einer relativ großen Trading Range. Und für uns ist es so, dass sich diese Trading Range auch hier als eine sogenannte ABC-Bewegung am besten darstellen lässt. Das heißt, es hat sich nichts geändert an unserer Idee, dass hier der obere Bereich der Range eher Verkauf ist. Das war Freitag auch wieder der Fall. Und ich will auch nicht ganz ausschließen, dass der Markt nochmal am Anfang, jetzt hier zum Anfang des Monats versucht, hier nochmal diesen Bereich anzugreifen. Auch das wäre nicht ungewöhnlich. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Anfang des Monats, dadurch gibt es immer positive Effekte, dass Geld noch in den Markt hineinströmt. Das ist Geld, was in Lebensversicherung angelegt wird und Altersvorsorge etc. Das ist der sogenannte Ultimo-Effekt, der geht eben auch noch jetzt ein, zwei Tage gut hier für den Markt und unterstützt den Markt. Tendenziell sehen wir aber im Moment hier keine Aufwärtssequenz. Also das ist einfach nicht zu erkennen. Und deshalb ist hier im US-Markt einfach der Vorteil, weiterhin auf der Short-Seite auch zu suchen. Und wir haben als Trading-Idee, sollte der Markt hier oben in diesem Bereich am morgigen Tag kommen. Heute, wie gesagt, ist ja Feiertag, dann würden wir ihn da wieder verkaufen wollen. Heute, aufgrund des Labor Days, spielt es für uns gar keine Rolle. Gehen wir zum Bund Future. Tja, der September-Kontrakt im Bund Future ist wohl derjenige, der im Moment tatsächlich, ich gehe mal hier auf den Endlos-Kontrakt. Eine Sekunde. Bund Future, da haben wir das Endlos-Kontrakt, der tatsächlich wohl seinen Kontraktwechsel-Gap offen gelassen hat. Wenn der Chart dann lädt, würden wir es auch sehen. Das heißt, wir haben ja immer zum Kontraktwechsel ein sogenanntes Kontraktwechsel-Gap. Das war hier das Kontraktwechsel-Gap zu dem September-Kontrakt. Tendenziell, statistisch gesehen, wird es meistens geschlossen. Aber es ist, wie gesagt, eben nur eine Statistik und es ist hier nicht geschlossen worden. Wir sind hier weiterhin in diesem großen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend ist auch intakt. Wir erwarten auch jetzt hier keine große Veränderung erstmal. Der Markt antizipiert hier einfach Zinsentscheidungen, die Ende des Monats getroffen werden sollen. Er antizipiert eine weitere Lockerung der EZB-Geldpolitik und weitere negative Zinsen. Negative Zinsen, ich werde diese Woche dazu nochmal auf YouTube einen ausführlichen Kommentar dazu machen, aber negative Zinsen, bin ich mir ziemlich sicher, kann zwar existieren, zwar können auch über einen kürzeren Zeitraum existieren, aber langfristig wirft es extrem große Probleme gesamtwirtschaftlich auf, werde ich in diesem Vortrag erklären. Und negative Zinsen haben eine natürliche Grenze, wie ich das nennen möchte. Und das können wir vielleicht gerade hier in diesem Vortrag hier erwähnen. Also wir haben jetzt in der Schweiz, wir haben in Deutschland, sind wir so in der Rendite bei minus 0,7%. Das bedeutet ja, dass ich pro Jahr, wenn ich 100.000 Euro anlege, 700 Euro verliere. Und irgendwann macht es für denjenigen, der das Geld verleiht, einfach keinen Sinn mehr, das anzulegen, wenn ich jedes Jahr 700 Euro verliere. Und es ist dann besser,
tatsächlich in die Bargeldhaltung zu gehen. Und da gibt es tatsächlich auch Modellrechnungen von großen Versicherungen und großen Banken. Wie teuer ist es, wenn ich anstatt das Geld bei der Zentralbank zu lagern und diese Strafzinsen bezahlen, wie teuer ist es, wenn ich das Geld im Tresorlager versichere, in dem Tresor bewache und dergleichen. Und diese Rechnungen, die da angestellt werden, es hängt natürlich immer von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ab, aber es ist tatsächlich so, dass es ab bestimmten Zinsgrenzen einfach gar keinen Sinn mehr macht, das Geld bei der EZB zu lagern, sondern es tatsächlich viel besser ist zu sagen, komm, wir lassen uns hier die Scheine aushändigen und packen dich hier in einen Tresor rein und lassen dich hier im Tresor liegen. Deshalb den Fehler, den man jetzt nicht machen darf, ist jetzt hier, nachdem man erkannt hat, oh ja, es gibt hier negative Zinsen, dass man sagen kann, das ist hier eine Sache, die auf Unendlichkeit läuft, sondern es ist tatsächlich hier eine Sache, die im Moment in einer kleinen Zinsblase ist, die natürlich in einem klaren Trend ist, aber wo der Markt auch in einem absoluten Panikmodus ist und man hier im Juli eben so eine Squeeze gesehen hat. Das heißt eben, dass hier eben die Marktteilnehmer, die das für eine kurze Übertreibung haben, hier rausgedrückt worden sind. Aber ich gehe davon aus, dass hier der Zinstrend, so wie er ist, zumindest nicht mehr mit dieser Dynamik hier weiterlaufen wird. Und wir haben seit einigen Tagen ja in unserem Marktkommentar immer schon gesagt, wir haben hier dieses Top gesehen und wir sehen den Markt jetzt hier schieben in einer Seitwärtsrange, nicht hier unten durch diese Kurse irritieren lassen. Das ist der neue Future, das ist der Dezember-Future. Ja, das andere oben ist hier der September-Future, weil ich hier einen Endloskontrakt aneinander gekettet habe. So, was wir hier eben sehen, und das ist das, was wir jetzt für unseren Marktkommentar auch rausziehen, ist, klar, der Markt ist groß in einem Aufwärtstrend, aber im kurzfristigen und mittelfristigen Bereich befindet er sich einfach in einer Schiebezone. Und das ist das wahrscheinlichste Szenario, dass er das auch erstmal weiter tut. Ja? Und so würden wir den Markt im Moment auch sehen. So, kommen wir zum letzten Markt und das ist hier entsprechend der Euro. Der Euro hat letzte Woche ein neues Verlaufstief gemacht, das heißt, das ist kein historisches Tief, aber es ist ein neues Verlauftief. Wir sehen, hatten wir lange nicht so ein Tief hier, 2017 war das letzte hier, aber es bestätigt einfach den Trend und was wir ja machen, ist in unserer Marktanalyse die wahrscheinlichste Kursbewegung herauszufinden und den Vorteil herauszuidentifizieren, der ist hier weiter auf der Short-Seite, der bleibt hier weiter auf der Short-Seite und das ist im Moment für uns, was zumindest die Statistik betrifft, der klarste Markt, weil hier alle Zeitebenen kongruent sind. Wir haben nicht das Problem, wie es sich im DAX darstellt, die große Ebene ist runter, die kleine Ebene ist hoch. Wir haben nicht das Problem, wie es im S&P ist, die große Ebene ist aufwärts, die kleine Ebene ist runter, sondern wir haben hier tatsächlich alle Zeitebenen kongruent auf einer Seite. Der Markt hatte sehr lange eine sehr choppy Phase, das war hier diese Phase, wo es sehr viel hin und her geht, aber ihr seht jetzt schon selber, die Bewegungen werden jetzt etwas trendiger und man kann es auch ein bisschen schon sehen, dass die ATR so ein bisschen beginnt wieder anzuziehen, aber es ist eben noch nicht wirklich das Trader-Paradies. Das wird erst sein, wenn die ATR so richtig, richtig ins Laufen kommt. Aber für uns dennoch ein klarer Short und die nächsten Einstiegsgelegenheiten werden im Rücklauf an diesem Level hier sein. Das heißt 1,10,65 wäre hier unser nächstes Einstiegslevel auf der Short-Seite, sofern man eben noch nicht Short ist. Ja, wir haben am Freitag erfolgreich den Markt hier short gehandelt und jetzt im Future Live Trading Room suchen wir einen neuen Einstieg, im Takeoff Room sind wir noch in Positionen drin und der Trend ist hier definitiv auf der Short-Seite und wird auch wahrscheinlich weiter so gehen, weil fundamental ist er eben auch noch unterstützt. Das kommt hinzu, dass wir nicht nur die Zeitebenen alle drei kongruent nach abwärts gerichtet haben, sondern eben auch fundamental aufgrund der Zinsdifferenzen zwischen Europa und USA hier mit dem Markt abwärts gerichtet sind, dass wir auch hier eben Abwärtstrend haben. Also einen guten Trend auf der Short-Seite, um den auch weiterhin zu trainen.
Gut, das war es erstmal für heute. Also, denkt dran, Feiertag USA wird wahrscheinlich dann die Hauptbewegung werden heute Morgen sein in Europa. Wir haben in den Märkten wahrscheinlich im DAX noch ein kleines bisschen Platz nach oben als Trend gegen als Countertrend gegen den großen Trend. Der Bund Future ist in der Range. Der DAX, wie gesagt, im Aufwärtstrend, kurzfristig, langfristig abwärts. Der S&P ist in einer Range, wobei der Range vorausgegangen ist eine Abverkaufsbewegung mit doppelten ATR-Tag. Deshalb sehen wir ihn auf der Short-Seite eher tendenziell. Und wir haben den Euro in einem klaren Trend abwärts. Das ist erstmal die Zusammenfassung für heute. Ich freue mich auf die Woche. Jetzt so September ist endlich der Sommer vorbei. Also was den Markt angeht, erfahrungsgemäß haben wir die Zeiten September, Oktober immer gute Trading-Monate. Also gut heißt ja nicht, was heißt gut? Gut heißt einfach hohe Volatilität, so müssen wir es übersetzen. Und mit hoher Vola können wir immer gut arbeiten. Und die Wahrscheinlichkeiten sind da eben hoch, dass das auch der Fall sein wird. Deswegen freue ich mich jetzt auf die nächsten Monate mit euch hier. Wünsche euch jetzt erstmal heute einen guten Trading-Tag. Bis morgen. Bye bye, euer Birger.